Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Heute nur mit einem kleinen Update-Video, was sich auf meinem Kanal so getan hat, was als nächstes ansteht und welches Material und Equipment ich verwende. Ja, fangen wir mal an, was sich getan hat. Also ich habe jetzt einen eBay-Shop eröffnet, wo ihr CNC-Teile, fertige Projekte oder auch andere Sachen, die mit dem Kanal zusammenhängen, entweder auf Anfrage oder eben die, die bereits drin sind, steigern oder kaufen könnt. Hat den Sinn, dass ein YouTube-Kanal gar nicht mal so günstig ist, das zu machen. Also wenn man sagt jetzt zum Beispiel das Longboard oder die Projekte, die jetzt noch kommen. Das Longboard zum Beispiel hat mich ungefähr 230 bis 250 Euro gekostet, das zu bauen. Und wenn man natürlich immer wieder solche Projekte machen will, dann muss man auch irgendwo wieder gucken, dass das Geld wieder reinkommt, damit man eben wieder Geld für neue Projekte hat. Deswegen jetzt eben der eBay-Kanal. Da geht es nicht darum, dass ich damit Profit mache, sondern einfach nur, dass wieder neues Geld reinkommt, mit dem ich dann neue Projekte wieder umsetzen kann, die ich dann wieder online stellen kann. Dass sich der Kreis halt eben einfach wieder schließt. Und den eBay-Shop, den zeige ich euch jetzt kurz mit ein paar Bildern. Also hier seht ihr jetzt die URL von meinem eBay-Shop. Hier könnt ihr sehen, welche Artikel ich jetzt aktuell eingestellt habe. Die LED-Lampe, die Kühlbox und das Longboard. Hier seht ihr jetzt ein paar Bilder von den Artikeln, die ich eingestellt habe. Also das Longboard, die Kühlbox und der LED-Stein. Und hier seht ihr, wie die Artikel dann eingestellt sind. Also es geht wie gesagt nur darum, das Geld, was ich dafür ausgegeben habe, wieder reinzubekommen. Und ich mache bei der ganzen Sache keinen Profit. So, dann, was verwende ich für Equipment für meine Videos? Eigentlich gar nicht mal viel. Also jetzt gerade filme ich mit meinem iPhone. Das nehme ich eigentlich meistens her, um am Anfang zu filmen. Ich habe hier so ein kleines Mikrofon dran, das das Ganze dann aufnimmt. Das ist nicht gerade teuer gewesen. Ich glaube, das hat 10 Euro auf Amazon gekostet. Wenn ihr wollt, könnte ich euch das in die Videobeschreibung, den Link reinstellen, wenn ihr auch so ein Mikrofon braucht. Also ich bin sehr zufrieden damit. Habe das eben einfach mal gekauft, weil ich nicht viel Geld ausgeben wollte und bin eigentlich wirklich äußerst zufrieden damit. Die Tonaufnahmen sind völlig ausreichend. Dann, wenn ich die Videos vertone, dann nehme ich meistens mein SC440 von T-Bone her. Das ist so ein Kondensatormikrofon, Großmembranmikrofon. Mit Doppel-8-Charakteristik, ich weiß es nicht, ich kenne mich damit nicht so gut aus. Auf jeden Fall ist das Mikrofon wirklich für den Preis voll in Ordnung. Ich glaube, das kostet 50 oder 60 Euro, hat unten so einen USB-D-Anschluss. Das heißt, das könnt ihr ganz leicht mit eurem Computer verbinden. Ich nutze es dann eben in Verbindung mit dem Windows Movie Maker. Funktioniert super gut und ist für den Preis, wie gesagt, auch total okay. Wie ihr seht, ich benutze keine Hightech- oder High-End-Geräte, sondern eben einfach nur so kleine einfache Sachen. Alle Aufnahmen, die mit Weitwinkel gefilmt sind, sind eigentlich hier mit der GoPro gefilmt. Das ist eine GoPro Hero, also diese Einsteigerkamera. Ich hatte davor mal die GoPro Hero Silver, die 3er. Habe die dann aber wieder verkauft, weil ich sie damals nicht mehr gebraucht habe. Und habe dann eben gesehen, dass GoPro jetzt eben dieses kleine Gerät rausgebracht hat, was für Einsteiger gedacht ist. Hat, glaube ich, 5 Megapixel Auflösung und kostet so um die 110, 120 Euro. Ist aber völlig ausreichend, ihr seht es auf den Videos auch, das Ding filmt mit 5 Megapixeln und ist eben für alles, was mal schnell gefilmt werden soll und wo die Aufnahmen eben mal schnell gemacht werden sollen, völlig ausreichend. Ich hänge das zum Beispiel einfach mal an meine Bohrmaschine seitlich dran oder auch beim Slider, was nächste Woche kommt, verwende ich die ein bisschen öfters, weil die eben von der Aufnahmequalität völlig ausreichend ist und weil ihr die aufgrund des Weitwinkels eben einfach bloß hinstellen müsst und ihr dann eigentlich wirklich gute Aufnahmen damit machen könnt. Dann, wenn ich Nahaufnahmen von zum Beispiel Löter oder Elektrik mache, was dann auch im Slider zum Beispiel dann vorkommt, verwende ich so eine Olympus Pen. Zu der Kamera weiß ich leider wirklich fast gar nichts. Das Objektiv, was drauf ist, ist ein 14 bis 42 mm Objektiv. Es ist völlig ausreichend für kleine Nahaufnahmen. Ich mache die dann einfach auf ein Stativ drauf und film damit. Also für Nahaufnahmen ist die wirklich sehr gut geeignet. Ich habe überlegt, ob ich mir irgendwann mal eine Canon hole, eine Spiegelreflexkamera, einfach auch um die Intros damit zu filmen. Aber momentan bin ich eigentlich noch mit dem Equipment, was ich habe, zufrieden. Mal schauen, was sich dann eben nächstes Jahr tut. Dann, wie ich die Videos verarbeite, dazu verwende ich den Windows Movie Maker momentan. Mit dem bin ich auch voll zufrieden zum Schneiden. Von den Videos ist der eigentlich echt gut geeignet, solange man keine Special Effekte oder keine großen Inszenierungen auf dem Projekt haben will, ist eigentlich der Windows Movie Maker völlig ausreichend. Und er ist gratis, was wieder den Vorteil hat, dass das den Budgetrahmen relativ klein hält.
So, wenn ich Projekte plane, dann habe ich hier so ein Buch, wo ich alle meine Sachen und Ideen einfach aufschreibe. Hier seht ihr zum Beispiel ein paar Konstruktionspläne von der Holzfräse. Da schreibe ich einfach immer, wenn es mir gerade einfällt, Sachen rein und arbeite die dann, wenn ich Zeit habe, aus. Und dementsprechend stehen halt dann immer die neuen Projekte. Da ich jetzt schon gemerkt habe, dass ich immer mehr mit Arduino arbeite, habe ich hier so ein Buch, was mir sehr weitergeholfen hat. Das heißt Arduino Kochbuch und ist wirklich geil aufgebaut. Also das kann ich hier einfach mal aufschlagen. Das Buch ist praktisch in der Art aufgebaut wie ein Kochbuch, hat immer eine Problemstellung drin, dann einen Lösungsweg für das Problem mit entsprechenden Programmzeilen, dann eine Diskussion zu den Themen, was man noch machen könnte, mögliche Erweiterungen und dann eben auch noch Verweise auf andere Themen, die in dem Buch angesprochen wurden. Ich würde das Buch nicht empfehlen, wenn es mir selber nicht gefallen würde. Wenn ihr in Richtung Arduino gehen wollt, dann kann ich euch dieses Buch wirklich nur wärmstens empfehlen. Das Buch, wo ihr es kaufen könnt, verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Kostet um die 45 Euro, aber ist das Geld eben wirklich wert, wenn ihr in Richtung Arduino-Programmierung gehen wollt. Die Hintergrundmusik, die ihr in meinen Videos immer hört, die ist von YouTube zur Verfügung gestellt worden. Also das sind diese Gratis-Playlists, die da im Kanaleditor immer drin sind, damit man eben keine Probleme mit Urheberrechtsansprüchen kriegt, weil das Ganze immer ziemlich nervig ist. Ja, und jetzt noch zum Thema, was kommt als nächstes, was soll noch kommen bei dem Kanal? Ich habe da immer so ein Whiteboard, wo ich dann immer meine Ideen aufschreibe und dann ausarbeite. Auf dem Whiteboard habe ich dann immer für die nächsten Wochen schon aufgeschrieben, was als nächstes kommen soll. Also nächste Woche kommt der Slider-Mechanik-Teil. Dann kommt der Slider-Elektrik-Teil übernächste Woche. Dann kommt eine Arduino-VU, wo ich dann mit Hilfe von dem Buch, was ihr gerade gesehen habt, eben einen Code schreiben werde, dass man mit Arduinos und LEDs eine VU-Anzeige, also eine Lautstärkenanzeige, in Abhängigkeit vom Eingangssignal erstellen kann. Dann kommt noch eine Slider-Timelapse-Halterung. Das soll praktisch dann über einen Schrittmotor noch zu dem Slider als Erweiterung eine Timelapse-Funktion eingebaut werden. Da bin ich noch ein bisschen in der Planung, da weiß ich leider noch nicht genau, wie ich es machen werde, wird aber auf jeden Fall cool. Das ist das, was eben nächsten Monat passiert. Und für den übernächsten Monat habe ich dann ein Video zum Launch Key geplant. Das ist hier von Novationer. Das habe ich mir vor einem Jahr ungefähr gekauft. Das ist das Launch Key. Das hat hier diese Buttons dran und so ein kleines Keyboard mit dran. Mit dem Ding könnt ihr selber Musik erstellen. Kostet um die 100 Euro, glaube ich. Und da möchte ich euch eben ein bisschen was dazu zeigen, wie man damit Musik macht, weil ich selber auch ein bisschen Musik produziere und mische. Dann werden wir aus Carbon einen Schlüsselhalter fräsen, der relativ cool wird. Das wird eher so ein kleines Projekt, was als Gadget gedacht ist. Dann kommt das Gimbal 2.0, weil das Gimbal ja schon so einen großen Erfolg hatte bis jetzt auf meinem Kanal, werde ich davon eine neuere, kleinere, bessere Version machen, die ein bisschen leichter auch ist. Dann werde ich irgendwann noch einen Getriebemotor in meine Holzfräse einbauen, damit die auch optimal läuft und dann die Holzfräse dazu nutzen, aus Carbon das letzte Projekt auf der Tafel zu machen. Und zwar werden wir eine Drohne bauen. Ich wurde, glaube ich, gestern oder vorgestern auf meinem Kanal darauf hingewiesen in einem Kommentar, dass ich doch mal eine Drohne bauen könnte. Und die war wirklich schon länger in Planung. Deswegen, wenn die Holzfräse funktioniert, dann wird die Drohne damit gefräst und gebaut. Und wenn ihr die ganzen Projekte sehen wollt, abonniert natürlich meinen Kanal, damit ihr eben die ganzen Projekte nicht verpasst. Ja, das war's eigentlich mit dem kleinen Update-Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir darauf den Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, wenn ihr gespannt seid, was eben als nächstes kommt, wie ich die Projekte umsetze. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Start in die nächste Woche. Wir sehen uns am Freitag mit dem Anfang vom Slider mit dem Mechanikteil. Ciao und bis dann.